Kannst du mal wieder eine bessere Kamera holen? Die ist grottenschlecht. Da ist grün. Da auch. Na guck mal, ist auch 5 Minuten zu spät. Ende an Lenker. Ja, ja. German University. Hier geht also der gute Benjamin. Ja. Man macht gute Miene. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Oxford. In Europa können die Leute auch Fahrrad fahren. Ja, ich habe die Tour de France gewonnen. 15. Ja, deswegen machen wir das Casting hier. Also das Übliche, ne? 596 Euro. Jeden zweiten Montag. Cine Sneak Ant-Man. Yeah! So, jetzt hat Joram einmal rum. Mann, ey. Pjotz. Letztendlich die Entscheider sitzen woanders. Ja? Die entscheiden nicht, ob du bezahlt hast oder so, die entscheiden nicht, ob du brauchst. Das ist völlig egal, ob du bezahlt hast oder nicht. Weil die Leute auch heutzutage noch, das ist kein Witz. Da muss man nicht unbedingt von den Agenturen abhängig sein. Die Agenturen sind von, sozusagen, solchen Leuten, die doof genug sind, da mitzumachen, abhängig. Aber ich nicht. Und jetzt sind hier die Bahn. Ich freue mich schon seit 5 Jahren drauf, wenn ich mal hier bin. Yeah! Nein, ich war es ja auch schon seit 5 Jahren nicht mehr. Dock 100, ja? Nicht Dock 11? Fantastisch, ja? Wird auch überlaufen. Es verdunstet nämlich nicht mehr dieses Jahr. Sag mir, wo die Hippies sind. Alle im Knast. Hey, die Hippies sind die Punks. Ich bin von der Küste, ich kenne mich aus mit Rentnern, die da auf Lauer liegen. Macht doch nichts vor.
die schwimmen noch besser als die, die Schwimmen in der Schule gar nicht gelernt haben, ey. Keine Frage, ich komme wieder. Auslast kommt noch mehr wieder. Auch auf Strom kann man fliegen. Wow. So, hier sitzen die ganzen Muscheln dran. Cool. Ihr könnt hier auch mit Solar fahren. Offensichtlich bin ich hier schon angekommen mit Handschuhen jonglieren. Das ist auch was Neues, ja. Ich habe den Tabak doch mit, muss gar nicht schnorren. Super. Also hier ist die Ökologie sowas von intakt. Hier kannst du sogar mal eine Schlehe probieren, das dauert aber noch. Es wird noch bis September halten und es wird angehört, also völlig hart. So wie es aussieht, können wir hier im September noch baden, toi toi toi. Mast und Schotenbruch heißt er. Spruch. Waren Sie? Das ist okay, das ist noch ein Zeichen des ersten Microsoft-Booms. Also die Wurst zum Beispiel. Hat er sich hier auch gleich ein Copyright gemacht. Ist ja auch sozusagen süß, ja. Aber es sieht natürlich trotzdem aus wie ein Döner, okay. War bestimmt nicht schlecht. Die Wurst ist Microsoft. Aber der nächste Hammer ist ja am Alex. Ja? Okay, okay. Nach Röbel, ja. Ich wollte nach Röbel. Ja, da müssen wir ein bisschen weiterfahren. Am Alex heißt das Ding jetzt Freddy Mercury. Okay, aber Terrassen am See. Okay. Die leiden auch an dem Tourismusjahr 15. Naja, das ist die große Zeit der Vereinsmeierei ist ja vorbei. Schönes Gebäude gewesen. Also die Muscheln sind echt zurück. Ne? Oh, das ist doch mal ein schönes Teilchen. Ja, ja, ja. Lecker, lecker. Alter, so viele Muscheln habe ich hier bei vor dem vorigen Jahrhundert nicht gesehen. Es ist wirklich so lange her, als ich mal hier war. Ich hatte eine ganze andere Stadthälfte mit zu entdecken. Ja. Hier sieht man zum Beispiel das bei den Seerosen. Am Anfang sieht das aus wie so ein Salat.
Es ist und bleibt der schönste Berliner See. Super. Ihr habt doch alle den Clip gesehen mit den Schafen, wenn der Schäfer nicht zuguckt, was sie dann machen. Dann hüpfen sie so von Strohballen zu Strohballen komplett entfesselt. Ja, und die Fische legen sich hier so auf die Seite und sonnen sich. Für die ist jetzt sozusagen erst der Hochsommer angefangen auch. Wow. Ich weiß gar nicht, sind das Saiblinge oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein ganz schöner Muschelteppich. Ah, und ich wünschte, ich hätte die Eve. Dann würde ich die mal kurz eben hier mit meinem Stöckchen so reintauchen. Echt. Dafür habe ich mir sie auch geholt. Ich komme mir schon vor wie so ein Aussätziger, nur weil ich noch roche, ey. Geil. Also, wer hier in Tegel so eine Villa hat, hat es geschafft. Das ist einfach so. I have to go over this bridge there. Ja, schon keinen Bock drauf, oder? Geht schon. Mann, alter Schwede. Das ist echt perfekt hier. Geiles Wasserchen. Da auf der Bank sitze ich jetzt und rauche eine. So ist das. Oh, Lubas. Ja, Big Lubaski. Wo ist denn der Bier? Wo ist die Black Pearl? Erstmal tanken, ach. So oder so. Technik, die begeistert, ne? Ja. Da wechseln wir Heiligen Damm mit Heiligen See und Heiligen Hafen. Stromtankstellen. Und Moa macht dafür Werbung. Sehr gut. Boah, es ist mal Zeit, die Verfolger zu filmen, ne? Ah. So, da bei Aldi ist auch was frei und hier war gerade ein schönes Feuerwehrfest, ein Feuerwehrball. Und wir besuchen jetzt Zinn. Und warum die Leute das hier bemalen, ich weiß es nicht. Refugee, as a human being, we are same, we are equal to you, and we are just demand our right equally. We are not demanding for you anything. And as you know, in Germany, no one can easily find work because refugee. No one easily. Natürlich, wir sind hier in Germany. Da sind auch die Demos pünktlich zu Ende. Also ich würde mal sagen, die Demo fand mich und ich nicht, ich fand die Demo. Aber ich war natürlich jetzt gerade auf einer der Demos. Diesmal in Henningsdorf. Nikos Demos. Gerade gestern Nikos Demos immer drei gemacht.
vom CSD. Das war Nikos Demos 4. Yeah. Wow, hier gibt es noch echte Telefonzellen. Tim hat seinen Stand bestimmt noch nicht abgebaut, weil er ist ja auch einer, der so ein bisschen bärbeißig ist, ne? Und da muss er auch immer bis zum Schluss bleiben. Ich bin VJ ETC. Das war eine richtige und richtige Demo. Hier ist das Denkmal 1989. In Berlin, Henningsdorf. Und jetzt geht's nicht nach Bötzow, aber nächstes Mal. Versprochen. Das hier ist richtig nett. Aber da ist nette Sternchen dran. Amorbacher. I'm the king of broken hearts. Da angekommen ist natürlich erstmal die Zigarette rauchen. Die haben wahrscheinlich auch einen Stand hier. Und wow. Muss ja weitergehen mit die Comics, auch nach Paris. Na wahr? Rette die Welt vor schlechten Frisuren, natürlich bei Dilly Cut. Cut Man. Yo. Der Typ auf dem Burgfestplakat erinnert mich auch an Weihnachtssendung von der Zockshow.